Hi, ich bin der Tobi und ich studiere nicht Maschinenwesen und deswegen zeige ich euch heute das Maschinenwesengebäude. Das Maschinenwesengebäude nennen wir auch kurz das MW und manche nennen es auch liebevoll das Maschbau. Komm rein. Wie man vom Namen des Gebäudes vielleicht schon erahnen kann, verbringen Maschinenwesenstudenten den größten Teil ihres Studiums in diesem Gebäude. Damit sie sich hier auch heimisch fühlen, ist das Gebäude von oben geformt wie eine rechtsdrehende Schraube. Als Mathe-, Informatik- oder Physikstudent kommt man in dieses Gebäude vor allem wegen der drei großen Hörsäle, die es im Maschinenwesen gibt. Zwei davon sind sogar hier direkt auf der linken Seite, direkt neben dem Eingang, und sind tatsächlich sogar übereinander gestapelt. Der untere, der Gustav-Niemann-Hörsaal, fasst bis zu 700 Personen und der obere, dank einer Empore, sogar bis zu 900 Personen. Aufgrund der großen Kapazitäten kommt man in diese Hörsäle vor allem wegen großbesuchten Informatikvorlesungen oder Klausuren rein. Zum Rudolf-Diesel-Hörsaal, dem größeren der beiden Hörsäle, kommt man über die beiden Treppen da drüben, indem man sie einfach hochläuft und dann drumherum. Die beiden Treppen dahinter führen zu den groß angelegten Toiletten, dass man hier immer einen Platz findet und nicht warten muss, wenn man dringend aufs Klo muss. Die großen Hörsäle im Maschinenwesen sollten allerdings nicht der einzige Grund sein, warum man in das Gebäude geht. Es gibt hier noch zahlreiche andere Attraktionen und Shops, die man gerne als Studierender besuchen möchte. Hier auf dieser Seite des Gebäudes findet man die Maschinenwesenbibliothek. Hier kann man als Student Bücher ausleihen und findet Arbeitsplätze, falls man eine ruhige Arbeitsatmosphäre sucht. So, machen wir weiter mit dem Maschinenwesengebäude. Hier findet man die Fachschaft Maschinenbau. Die Leute hier drin sind sehr hilfsbereit und freundlich und helfen euch bei Problemen immer gern weiter. Außerdem ist die Fachschaft Maschinenbau die Anlaufstelle für den Verkauf von Eintrittskarten zu zum Beispiel dem TU Film oder zu coolen Unipartys, die ihr als Studierende gerne besuchen wollt. Machen wir weiter. Das Maschinenwesen ist unterteilt in 9 Gebäudeteile, nummeriert von 0 bis 8. Wir befinden uns jetzt gerade in Hof 1. Genau. Die Raumnummerierung funktioniert wie folgt. Jeder Raum besitzt 4 Ziffern. Die erste Ziffer gibt an, in welcher Etage sich der Raum befindet. Die zweite Ziffer gibt den Hof oder den Gebäudeteil an. Und die letzten beiden Ziffern weisen dann jedem Raum auf einer Etage in einem Gebäudeteil eine spezifische Nummer zu. Genau. Jeder Hof verfügt über mehrere Arbeitsplätze, die man sich als Student entspannt hinsetzen kann, um dort zu lernen oder zu arbeiten. Außerdem findet sich an der Wand in den Höfen oft Steckdosen, auf die man zugreifen kann. Die Arbeitsplätze im MW sind sehr praktisch, da sie auch im Hochsommer relativ kühl sind, sodass, wenn einem zu heiß in der Magistrale wird, im MI-Gebäude, dann kann man bequem in das Maschinenwesen flüchten. Hier in Hof 3 findet man den Coffeeshop Chico di Caffè. Hier kann man früh morgens entspannt einen Kaffee genießen, sich Snacks kaufen oder Getränke. Und das alles kann man bezahlen mit der eigenen Student Card. So, hier in Hof 5 findet man den einzigen Schreibwarenladen vom ganzen Campus in Garching. Der ist sehr praktisch, allerdings muss man mit den Öffnungszeiten aufpassen, da der Schreibwarenladen nur begrenzt offen hat. Blöcke kann man nicht nur hier im Schreibwarenladen kaufen, sondern auch im Copyshop in Hof 6. Und da gehen wir jetzt hin. Hier in Hof 6 findet man den Printy, unseren einzigen Copyshop vom Campus Garching. Hier kann man unter anderem sogar die eigene Bachelor- oder Masterarbeit drucken. Allerdings muss man hier mit den Abgabezeiten aufpassen, da die oft sehr überarbeitet sind, wenn zu viele Leute gleichzeitig die Anfrage stellen, ihre Bachelor- oder Masterarbeit hier drucken zu wollen. Deswegen möglichst früh
die Anfrage stellen. Links hinter mir befindet sich der letzte der drei großen Hörsäle im Maschinenwesen, der Ernst-Schmidt-Hörsaal. Dieser fasst immerhin bis zu 400 Sitzplätze. Das TU-Filmkino veranstaltet hier wöchentlich einen Kinoabend, wo man als Student hingehen kann. Die Kinoabende finden natürlich leider nur statt, wenn nicht gerade eine Viruspandemie die Welt befallen hat. Ansonsten gibt es unter dem Hörsaal hier unten ein Stuhlcafé, wo man entspannt Mittag essen kann. Zum Stuhlcafé gehört eine entspannte Terrasse am Teich, wo man entweder lernen kann oder sein Mittagessen genießen kann. Damit sind wir auch durch mit dem Maschinenwesen. Ich hoffe, ihr habt einiges mitnehmen können und findet euch in Zukunft hier besser zurecht. Und dann geht's zurück zum Anfang.